Servus zusammen bei Gipfelschluck. Das fröhliche Rauf- und Runterradeln auf dem Jura-Radweg Richtung Genfersee geht weiter. Heute Tag 2, stramme 101 Kilometer, über 1500 Höhenmeter. Los geht's, Vollgas. Die längsten Anstiege der Etappe warten am Ende des Tages. Davor gibt es tatsächlich mal den einen oder anderen Talabschnitt, in dem es sich unbeschwert dahinradeln lässt. Gleich zu Beginn des Tages sorgt eine nicht fachgemäß befestigte Radlerhose, die in der Scheibenbremse endet und diese blockiert, für eine ganz ansehnliche Bremsspur. Alles ohne Sturz, einwandfreie Aktion. Frühstück gibt es in La Chaux-de-Fonds, eine der höchstgelegenen Städte Europas und Weltkulturerbestadt seit 2009. Weiter geht's auf den üblichen Wirtschaftswegen wunderbar auf und ab bis zur Passstraße des Grand Saint-Martin. Aufgrund geringer Anzahl von Höhenmetern und mäßiger Steigung gelangen wir schnell ins Hochtal Vallée de Lassagne. Auch bekannt als Vallée des Ponts, dank dem Umstand, dass das Hochmoor früher nur auf Holzwegen oder Holzstegen begehbar war. Am Ende des Tals geht es weiter nach kurzem Anstieg und kurzer Abfahrt ins Val de Travers, ein weiteres Hochtal. In den beiden Hochtälern ließ sich insgesamt aufgrund der weitgehend ebenen Strecken ausnahmsweise mal etwas zügiger Kilometer sammeln. Wer etwas mehr Zeit ins Val de Travers mitbringt, sollte sich den imposanten Felskessel Creux du Vent anschauen, kann aber auch eine stillgelegte Asphaltmine besichtigen. Uns erwartet in Püt aber die nächste vernünftige Steigung, 285 Höhenmeter auf 4,5 Kilometern. Diesmal auf einer Straße, auf der auch mal das eine oder andere Auto vorbeikommt. Im Bild die Zwischenzieleinfahrt in Mont de Butte, bei der es auch mal wieder einer kleinen Pause bedarf, bevor es bei geringerer Steigung immer weiter bergauf geht. In der 3D-Animation sehen wir noch einmal den Steigungsabschnitt bis Mont de Butte. Ein paar Straßenkilometer weiter führt uns die Route zurück auf asphaltierte Wirtschaftswege und in Richtung des Col du Lagoulion, den wir uns hier in den Bildern anschauen. Der einsame Waldweg zum Col lässt sich super fahren, nicht zuletzt da er eine gleichmäßige, gutmütige Steigung aufweist. 190 Höhenmeter auf 5,0 schattigen Kilometern. Die Abfahrt hat es dafür in sich, 650 Höhenmeter werden ziemlich schnell vernichtet. Anhalten, um die Bremsen zu schonen, lohnt sich aber auch, da sich insbesondere ein wunderbarer Fernblick Richtung Savoyer Alpen einstellt. Von Bolm aus geht es dann erstmal wieder kontinuierlich bergauf. Gerade im Wald durch den unbefestigten, holprigen Weg und aufgrund des fortgeschrittenen Zeitpunktes am Tage auch teilweise sehr anstrengend. Bis Valaig sammeln wir in der Summe wieder 262 Höhenmeter auf 12,1 Kilometer. Danach geht es in kurzer Abfahrt zum Örtchen Valorbe. Der dortige Taktiktisch führt aufgrund der noch vorhandenen Energiereserven zum schnellen und eindeutigen Ergebnis, die Steigung zum Lac de Joux auf den nächsten Tag zu verschieben. Priorität hat erstmal die Nahrungsaufnahme und das eine oder andere gekühlte Getränk, welches am Freibad-Kiosk neben dem Campingplatz zu erwerben ist. Bei der Schlussetappe am nächsten Tag warten dann nochmal zwei ordentliche Steigungen auf uns, bevor das Ziel, der Genfersee, erreicht wird. Mehr dazu im nächsten Video.